Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Destiny Lore Video. Die Season der Ankunft neigt sich langsam dem Ende zu und vor kurzem hat uns Aerys in die letzte Interferenzmission geschickt. Diese finale Mission hat uns einige Infos gegeben und darüber wollen wir im heutigen Lore Video reden. Was hat es mit dieser Interferenzmission auf sich? Welche Rollen spielen Savathun und Nokris? Und vor allem, warum reisen wir in der nächsten Season bzw. im nächsten DLC nach Europa und machen uns die Dunkelheit zu nutzen? Viel Spaß mit dem Lore-Video. Bevor ich mit dem heutigen Video loslege, gibt es eine kleine Spoilerwarnung. Solltet ihr die letzte Indifferenzmission noch nicht gespielt haben, dann loggt euch in Destiny 2 an, spielt diese Mission, denn das heutige Video basiert großteils auf diese letzte Mission und ich will euch einfach nichts vorwegnehmen. Aber dann würde ich sagen, legen wir los mit dem heutigen Lore-Video. Um den ganzen Zusammenhang des heutigen Videos zu verstehen, schauen wir zurück zum Beginn der Season der Ankunft. Die Season startete mit dem Kontakt zur Dunkelheit. Die Dunkelheit rufte uns und wollte mit uns kommunizieren. Dabei war Aerys unsere Anlaufstelle, denn sie versuchte die Botschaften der Dunkelheit zu empfangen und zu entziffern. Doch diese Kommunikation funktionierte nicht einwandfrei. Die Nachrichten der Dunkelheit wurden beeinflusst bzw. gestört. Und zwar von der Hexenschwester von Oryx, Savathun. Was hast du gefunden? Sie fand mich. Die Dunkelheit ruft uns, aber etwas schreitet ein. Ihre Nachrichten an uns werden entstellt. Entstellt? Von der Hexenschwester des besessenen Königs Oryx. Savathun. Aerys ließ sich aber nie von der Hexenschwester unterkriegen und wollte unbedingt herausfinden, warum die Dunkelheit uns ruft. Sie wusste, was einst geschah und wollte einen weiteren Untergang der Hüter der Menschheit einfach vermeiden. Auch wenn Zavala von der ganzen Sache nicht begeistert war. Nichtsdestotrotz kehrte Aerys nach Io zurück, um mit der Dunkelheit weiterhin in Kontakt zu bleiben. Und wir Hüter spielten dabei eine sehr wichtige Rolle. Denn wir haben einen Weg gefunden, die Störung von Savathun aufzuhalten. Und zwar begaben wir uns wöchentlich im Zuge der Interferenzmissionen zum Hof von Savathun. Dort stoppten wir mit Hilfe der Saat der Silberflügel die Störung und Aerys konnte weiterhin die Nachrichten der Dunkelheit empfangen und entschlüsseln. Doch warum wollte Savathun unsere Kommunikation mit der Dunkelheit aufhalten? Ich finde, das ist nicht mal so leicht zu erklären, aber einen kleinen Hinweis können wir aus der letzten Interferenzmission entziehen. Denn dort begrüßt uns Nokris, Bruder von Crota, mit einem sehr interessanten Satz. Du bist ein Kind, das nach einer Flamme greift. Die Königin der Besessenen will nicht, dass du dich verbrennst. Laut Nokris sind wir ein Kind, welches nach einer Flamme greift. Und Savathun will nicht, dass wir uns mit dieser Flamme verbrennen. Eine Flamme ist eine große Macht für ein Kind. Und ich deute daraus, dass mit dieser Flamme die Dunkelheit gemeint ist. Und wir Hüter sind ein kleines Kind für Savathun. Wir greifen nach dieser Macht, nach dieser Flamme. Und genau das will Savathun verhindern. Ich kann mir vorstellen, dass Savathun einfach Angst hat, dass wir Hüter mit der Dunkelheit kommunizieren,
die Dunkelheit kontrollieren können oder nutzen können und somit noch mächtiger werden. Oder Savathun hat einfach einen Plan mit uns und will nicht, dass wir mit der Dunkelheit zugrunde gehen eventuell. Aber was es genau damit auf sich hat, werden wir wohl erst in der späteren Geschichte von Destiny erfahren. Wir können also in diesem Hinblick nur rätseln. Aber was hier noch interessanter ist, ist Nokris. Den meisten von euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass immer Nokris im Hof von Savathun mit uns spricht und nie Savathun selbst. Nokris ist, wie erwähnt, der Bruder von Kota und somit der Sohn von Oryx. Die Geschichte von Nokris habe ich ja bereits in einem anderen Video erzählt, welches ich euch jetzt oben natürlich einblende. Doch eine Sache wussten wir bis dato noch nicht. Nokris arbeitet wohl mit Savathun zusammen. Das mag jetzt für den ein oder anderen von euch nichts Besonderes sein, denn es haben sich die Hexenschwester von Oryx und der Sohn von Oryx verbündet. Doch wer die Hintergrundgeschichte von Nokris kennt, weiß, dass es alles andere als normal ist. Savathun folgt nämlich der Schwertlogik und Nokris hatte sich schon vor langer Zeit von der Schwertlogik und von den Wurmlarven abgewandt. Zudem hat Nokris die Nekromantie erlernt. Sich von der Schwertlogik und den Wurmlarven abzuwenden, ist für Savathun eigentlich das schlimmste Vergehen. Eigentlich. Denn Savathun hatte einen Plan. Sie wollte sich die Nekromantie von Nokris zu Nutzen machen. Wer die Geschichte der Schar kennt, weiß, dass die Wurmlarven durch das Töten gefüttert werden müssen. Das gilt natürlich auch für Savathun. Doch mit Hilfe der Nekromantie könnte Savathun Tote immer wieder erwecken und anschließend zum Füttern der Würmer wieder töten. Und somit logischerweise auch immer stärker werden. Also ein unendlicher Kreis der Macht. Und zugleich könnte sich Savathun mit diesem Plan, mit dieser Nekromantie von Nokris, auch von der Schwertlogik trennen und endlich unabhängig sein. Diese Verbindung zwischen Nokris und Savathun lösen wir Hüter aber in der letzten Indifferenzmission. Und Aerys erzählt uns anschließend von Savathuns Plan, Nokris und ihre Nekromantie auszunutzen. Nokris ist ein Außenseiter, den sie ausbeutet, kleines Licht. Ein Nekromant. Obwohl die Königin der Besessenen sicher einen Vorteil in seiner Kunst sah. Todesrituale gegen das Spiel des Wurms. Ich wage nicht, mir vorzustellen, wie sie diese Macht nutzen wollte. Wir sollten uns nicht damit aufhalten. Er wird sich nicht erholen. Das ist aber noch nicht alles, denn nachdem wir Nokris besiegen, teilte uns Aerys zudem mit, dass Savathuns Einfluss stark zurückgegangen sei. Das bekamen wir selbst auch zu spüren, denn die Dunkelheit teleportierte uns in einen ganz besonderen Raum. Und dort spricht die Dunkelheit endlich direkt mit uns. Doch seht selbst. Bleib da. Ich hol dich. Merkst du es nicht? Es ist so, wie wir damals gesagt haben. Im Licht existiert nur Schwäche. Nur Versagen. Nur Tod. Aber da, wo das Licht nimmt, gibt die Dunkelheit. Du wirst nicht länger nur eine Schachfigur sein. Du wirst nicht länger zusehen müssen, wie die Leben derer, die du liebst, verlöschen. Vergiss nicht, in der Dunkelheit existiert nur Stärke, nur Sieg, nur Leben. Uralte Macht erwartet dich auf Europa. Doch was hat diese Botschaft der Dunkelheit zu bedeuten? Im Raum sehen wir ein Pyramidenschiff und verschiedene Rassen, die auf das Schiff blicken. Das Schiff stellt natürlich die Dunkelheit dar und die Rassen blicken ganz gespannt auf das Schiff. Auch wir Menschen bzw. wir Hüter sind als Rasse dargestellt. Wir blicken auf die Dunkelheit und kommunizieren mit ihr.
Doch nicht nur wir, sondern auch andere Rassen. Auch Eris deutet diese Nachricht der Dunkelheit so. Und das erzählt sie uns, nachdem wir wieder bei ihr eintreffen. Hüter, was, wenn wir nicht die Einzigen sind, zu denen die Dunkelheit spricht? Wir sind also nicht die Einzigen, die mit der Dunkelheit kommunizieren und sie nutzen wollen. Um diese Dunkelheit nutzen zu können, reisen wir dann im nächsten DLC oder in der nächsten Erweiterung nach Europa, wo wir auf Feinde treffen, welche sich die Dunkelheit bereits zu nutzen gemacht haben und deren Anführer heißt Aramis. Im Destiny-Universum trifft zurzeit eine neue Macht ein und alle Rassen wollen diese Macht nutzen, um stärker zu werden oder ganz einfach, um zu überleben. Dies bestätigt uns auch der letzte Lore-Eintrag der Interferenzmissionen, mit welchem ich das heutige Video abschließen möchte. Unsere Feinde wenden sich der Dunkelheit zu. Die Rotlegion ist zerrissen, die Allmacht zerstört. Die verbleibenden Kabale werden sich entweder Kalus Todeskult oder seiner Tochter Keital anschließen. Und die Gefallenen, wir haben sie an den Abgrund getrieben, sie gegeneinander aufgehetzt. Wie viele werden für einen Vorteil gegenüber ihrer Rivalen auf den Wirbelwind bauen? Indem wir sie vom Licht fernhielten, züchteten wir mehr Bittsteller für die Dunkelheit heran. Wir befinden uns in einem Wettrüsten. Wenn wir nicht lernen, die Macht unseres größten Feindes nutzbar zu machen, werden es unsere geringeren Feinde sicherlich tun. Die Season der Ankunft ist fast zu Ende und endlich macht die Ankunft der Dunkelheit Sinn. Die Dunkelheit ist nicht unbedingt unser Feind. Das hat auch Aris bereits verstanden. Für sie ist Gut und Böse nicht gleich Licht und Dunkelheit. Für sie sind Licht und Dunkelheit nur Mächte. Und wer diese Mächte besitzt, ist seinen Feinden überlegen. So endet das heutige Lore-Video und ich muss sagen, ich freue mich immer mehr auf Jenseits des Lichts. Nicht nur, weil wir dort auf die Dunkelheit treffen, sondern auch, weil der natürliche Zyklus von Destiny 2 endet und wir ein neues Kapitel aufschlagen. Auch wenn dieses neue Kapitel nicht Destiny 3 heißt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sollte euch mein Video gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Feedback in den Kommentaren von euch freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Nexor.